Baum der Hoffnung, guten Tag, liebe Baumfreunde. Ich grüße Sie, liebe Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger, denn wir tragen ja alle Hoffnung in uns und hier über den Dächern. Es weht eine milde Brise, der Sonnenschein erhellt die abendliche Stadt und drüben auf der Terrasse hat der Nachbar soeben seine Blumen begossen, weiter hinten ein anderer Nachbar, der seine Turnübungen macht. So hoch über den Dächern, hoch über den Häusern könnte man sich denken, es ist ganz leicht, hoffnungsfroh zu sein, entrückt ein bisschen von der Welt. Aber wir vergessen natürlich nicht, dass Corona aber tausende Familien, Kinder, Kindeskinder in Trauer gestürzt hat. Und morgen werde ich bei einer Trauerfeier sein. Aber gleichzeitig bringt Corona nicht nur den Tod, sondern eben auch die Hoffnung. Dank dieser Krise haben wir alle in dieser Stadt und auf der ganzen Welt weitergedacht, manchmal anders gedacht, umgedacht, uns auch mehr Fragen gestellt. Und so oft hören wir im Gespräch mit Freundinnen und Freunden oder in der Familie, ja, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht geht es in diese Richtung, aber vielleicht in die ganz andere Richtung. Eine Ungewissheit, die drückend sein könnte, die aber auch vieles möglicherweise öffnen wird in den Geistern. Ich glaube nicht, dass mit der Krise der Mensch sich ändern wird, wohl aber seine Erfahrung und die Gesellschaft ein Stück weit. Und eine vertane Chance wäre es, wenn wir nach Corona ein schlichtes Weiter-so hätten wie davor. Es ist vieles, was man anhand von Corona neu denken muss, auch wenn es selbstverständlich nicht von heute auf morgen gewaltige Veränderungen geben wird. Es waren vier krasse Fehlentwicklungen, die praktisch alle Menschen beobachtet haben und die zwar kritisiert, aber nicht korrigiert wurden. Die Erderwärmung. Und es ist eine Einladung, hier über die Klimafrage intensiver nachzudenken. Die Gesundheitsfrage mit Corona, die ist dringlich, aber die Klimafrage, die ist drängend. Und für viele Menschen ist sie inzwischen fast existenzieller noch als Corona. Ziehen wir hier keine Schlüsse? Haben wir uns überhaupt nicht überlegt oder wollen wir uns nicht überlegen, dass man es auch anders machen könnte, dass der Raubbau an den Lebensgrundlagen auch ein Raubbau an der Gesellschaft, an ihrer Gesundheit ist, dann hätten wir eine Chance vertan, aber wir können sie auch nutzen. Und die Klimajugend, die ja so stark auf die Demokratie setzt, ihre Hoffnungen setzt in die Demokratie, um ein Gleichgewicht zu finden zwischen Mensch und Natur, die sollten wir nicht enttäuschen. Und eine zweite Fehlentwicklung, die über die vergangenen Jahre so krass war, nämlich dass die Reichen immer reicher und superreicher wurden, während der Mittelstand erodierte und die ärmsten Schichten manchmal regelrecht verarmten. Auch hier sollten wir weiterdenken und ist Corona eine Einladung dazu, weiterzudenken. Die zahllosen Opfer des Corona-Stillstands, des Corona-Wirtschaftseinbruchs, vielleicht sogar der Weltwirtschaftskrise, die werden gelebte Solidarität brauchen. Und jene Solidarität, die wir zeitweise während der Krise erleben, die sollte möglichst auch darüber hinaus wehren und sich bewähren, denn sonst wird es explosiv. Es ist so, dass die Weltwirtschaftskrise ein Brandbeschleuniger sein kann für noch mehr Konflikte, noch mehr Protest, noch mehr Polarisierung in der Gesellschaft. Und dieses Gleichgewicht innerhalb der Gesellschaft ist so wichtig wie das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur. Eine dritte Fehlentwicklung war der ungemein langsame Fortschritt in der Gleichstellung der Geschlechter. Und anhand der Corona-Krise hat man gesehen, wie Frauen eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft, in der Gesellschaft gespielt haben. Die vielen von Frauen vor allem besetzten kleinen Berufe, die unterschätzt wurden, die unterbewertet sind, auch
bei den Löhnen. Die Frauen, die fast schon retraditionalisiert wurden und zu Hause fast wieder in eine Hausfrauenrolle gezwängt wurden, obwohl sie sich im Beruf entfalten konnten, auch die werden sich künftig ihren Teil denken. Und die Erfahrung vor Corona ist eine Einladung in der Gleichstellung von Mann und Frau und auch weiterer geschlechtlicher Formen, auch wenn sie manchmal undefiniert sind, weitere Fortschritte zu machen. Und ein letztes. Corona bringt einen ungeheuren Schub der Digitalisierung. Und nur schon, dass ich hier per Video mich mit Ihnen leider nicht austausche, aber meine Gedanken teile, ist ein Ausdruck davon. Schon vor der Krise hatten wir ein ungutes Gefühl, dass plötzlich die riesen Mega-Big-Data-Big-Money-Konzerne weit mächtiger sind, als es der Demokratie gut tut. Hatte man das Gefühl, dass die Wirtschaft und manchmal auch der Staat dem Bürger, der Bürgerin misstraut, obwohl es umgekehrt sein sollte, die Skepsis der Bürgerinnen und Bürger gegenüber allen, die alle Macht wollen und sie dann missbrauchen. Die Digitalisierung wird fortschreiten und die Demokratie nach Corona wird noch viel wehrhafter sein müssen. Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur, Gleichgewicht innerhalb der Gesellschaft, Gleichgewicht zwischen Mann und Frau, Gleichgewicht zwischen Politik und Wirtschaft, das sind die ganz großen Aufgaben. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, der totalen Katastrophe unseres Kontinents, da haben wir in Westeuropa zwei große Lehren gezogen, zivilisatorische Lehren. Einerseits Rücksicht auf die Nachbarn, das war der Beginn der europäischen Einigung. Andererseits Rücksicht auf die Schwächeren, das war soziale Marktwirtschaft. Jetzt erleben wir wieder eine Zäsur, eine schwächere zwar, aber eine wichtige Zäsur, vielleicht die wichtigste überhaupt in der Nachkriegszeit. Und hier an einer Demokratie zu arbeiten, die sehr viel bewusster sich um die Gleichgewichte kümmert, gerade auch um das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur, das ist die große Aufgabe, erst recht nach Corona. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und ich freue mich, wenn wir uns dann auch wirklich sehen und nicht nur per Video. Auf Wiedersehen!